meiner Meinung nach trainieren mindestens 90% aller Kraftsportler, aller Fitnessstudio-Gänger uneffektiv mit vielen unproduktiven Übungen, zu viel und eben auch zu lasch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Economic Training bei Stefan Deininger. Hier geht es darum, mit sehr, sehr geringem Zeitaufwand im Krafttraining in Form zu kommen. Und hier empfiehlt es sich eben nach der von mir vorgeschriebenen HIIT-Methode, dem Economic Training, vorzugehen. Bereits mit zweimal einer halben Stunde pro Woche kann man hier sagenhafte Ergebnisse erzielen, was Gesundheit, Wohlbefinden, Figur und eben auch die Leistungsfähigkeit anbelangt. Und ich möchte hier kurz die Grundlagen erläutern, damit wirklich jeder versteht, um was es hier geht. Und manchmal ist es selbst für absolute Profis empfehlenswert, sich auf die Basis zu konzentrieren, sich nicht zu verzetteln, sondern lieber weniger zu machen, dafür konzentrierter, dafür intensiver und entsprechend erfolgreicher. Meiner Meinung nach trainieren mindestens 90% aller Kraftsportler, aller Fitnessstudio-Gänger uneffektiv mit vielen unproduktiven Übungen, zu viel und eben auch zu lasch. Das Economic Training beschränkt sich hier auf das Wesentliche, um auf gesunde Art und Weise mit wirklich sehr geringem Zeitaufwand maximale Ergebnisse zu erzielen. Die Grundlagen sind folgende. Du führst zweimal pro Woche ein Ganzkörperkrafttraining durch. Ob du dies an Maschinen mit Hanteln bei korrekter Ausführung oder eben mit Körpergewichts- oder sonstigen Übungen ausführst, ist absolut zweitrangig. Wähle die Übungen, die dir zur Verfügung stehen und die du beherrschst. Zweitens, führe nur einen einzigen Satz pro Übung aus. Das ist genauso für Anfänger wie für Fortgeschrittene geeignet. Du führst also nur einen Satz pro Übung aus, aber diesen wirklich bis zum konzentrischen Muskelversagen. Bis du also keine weitere Wiederholung kontrolliert weiter ausführen kannst. Das ist der Punkt des konzentrischen, des positiven Muskelversagens. Und so weit solltest du etwa bei jedem Satz gehen. Das alles Entscheidende. Bei diesem Training sind die sogenannten Slow Reps. Heißt, jede Wiederholung wird sehr, sehr langsam und kontrolliert ausgeführt. Eine Wiederholung solltest du mit einer Kadenz von 4-1-4-1 ausführen. Pro Wiederholung, also 10 Sekunden. Bei einer Körperbewegung heißt das, du machst die Aufwärtsbewegung in etwa 4 Sekunden, hältst den obersten Punkt etwa eine Sekunde und die Abwärtsbewegung nimmst du dir ebenfalls langsam. 4 Sekunden Zeit bis kurz vor der Streckung, wo du wiederum eine Sekunde hältst und erst dann hast du eine Wiederholung abgeschlossen. Alle Übungen, jede einzelne Wiederholung solltest du so langsam in 10 Sekunden ausführen. Im Zweifelsfall mach die Wiederholung sogar noch langsamer. Hier arbeitest du ohne Schwung, der Muskel muss viel, viel intensiver arbeiten. Natürlich musst du deutlich weniger Trainingsgewicht wählen, sonst kannst du die Wiederholung nicht langsam und kontrolliert ausführen. Aber glaub mir, diese Wiederholungsgeschwindigkeit macht das Training deutlich harter, intensiver und somit ist eben auch nur ein einziger Satz etwa bis zum konzentrischen Muskelversagen notwendig. Ab und zu kann man noch mit Intensitätstechniken arbeiten, aber das ist jetzt erstmal das Wichtigste. In der Praxis soll eine langsame Wiederholung so gegebenenfalls noch langsamer aussehen. Dann eben auch ganz wichtig, nicht nur langsame Wiederholungen machen, wie viel Wiederholung soll ich machen. Du sollst ein Gewicht wählen, wo du unter kontinuierlicher Spannung zwischen 50 bis 80 Sekunden das positive Muskelversagen erreichst. Harte Arbeit, aber es lohnt sich allemal, diesen Weg zu gehen. Trainier nicht mehr, trainier nicht länger, trainier nicht öfters, trainier konzentrierter, trainier harter. Das ist im Krafttraining der Weg zum Erfolg für 99%. Ein Satz, 50 bis 80 Sekunden. Die grundlegenden Übungen sollten natürlich im
Ganzkörpertraining enthalten sein. Heißt, du musst auf jeden Fall eine Bein-Po-Übung machen. Am besten wählst du die Beinpresse. Wenn du eine gute Technik hast, kannst du auch, wenn du gesund bist, die Kniebeuge oder eine Kreuzhebe-Variante machen. Ich empfehle die Beinpresse. Dann für Brust und Schultermuskulatur am besten eine Bankdrückvariante, Chest Press. Dann für den Latissimus, für den Bizeps, wählst du eine Rudervariante, Rudermaschine, am besten mit Stütze, mit Bruststütze. Dann kannst du auf jeden Fall noch eine weitere Bein-Po-Übung wählen. Bein-Po-Training ist das A und O im Krafttraining, unabhängig der Zielsetzung. Ausfallschritt, bulgarische Split Squats, sehr, sehr gute Übung. Wohlgemerkt, alles bei ganz langsamer Ausführung mit den Slow Reps. Dann würde ich eventuell noch eine Klimmzug- oder Latzug-Variante empfehlen. Klimmzüge im Untergriff mit die härteste Oberkörperübung mit den Slow Reps ausgeführt. Du kannst auch statt der Chest Press natürlich Dips machen oder als Bodyweight-Übung die Liegestütz. Glaub mir, das ist eine Herausforderung, wenn du das ganz langsam machst. Dann für die Schulter kann man noch eine Schulterpresse machen, Schultermaschine. Oder auch eine Seitklebe-Variante für die mittlere Delta-Muskulatur, sehr gut. Hier haben wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Übungen. Pro Training würde ich 8 bis 10, maximal 12 Übungen wählen. Also auch hier weniger bringt mehr, lieber weniger Übungen intensiv konzentriert ausführen, wie zu viel Übungen, was die meisten machen. Und dann lässt automatisch die Intensität und auch entsprechend die Fortschritte nach. Also lieber härter trainieren, weniger trainieren, alles geben. Und in der Erholungsphase wird dein Körper stärker. Die meisten benötigen nach einem wirklich harten, intensiven Training 2 bis 3 Tage Pause. Es gibt auch ein paar wenige, die schaffen nur einen Tag Pause und können dann später ein Ganzkörpertraining machen. Das müsst ihr selber mal austesten. Allgemein empfehle ich 2-mal pro Woche mit mindestens 2 Tagen Pause dazwischen. Mit dieser Economic Training Vorgehensweise wirst du sehen, kannst du mit sehr, sehr geringem Zeitaufwand 2-mal eine halbe Stunde pro Woche außergewöhnliche Resultate zielen. Versuche mal diese Trainingsvariante zu gehen, als anstatt den Weg viele Übungen, viele Sätze, und berichte mir, wie das Ganze funktioniert. Wenn du auch schon länger in diese Richtung trainierst, aber eben da und da was probiert hast oder eine neue Intensitätstechnik eingeführt hast, besinne dich zurück auf die Grundlagen. Langsame Ausführung, gegebenenfalls das Trainingsgewicht reduzieren, noch langsamer trainieren, noch mehr anstrengen, noch mehr bis zum Muskelversagen gehen, und warte dann ab, was mit deinem Körper, mit deiner Leistungsfähigkeit, mit deiner Figur geschieht, und berichte mir dann. Ich freue mich darauf, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich sage bis zum nächsten Video.